Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Mit dabei, habt ihr gehört, der trinkende Shepard. Hallihallöchen. Und ihr seht, Bauschrank steht. Ich habe gerade noch ein bisschen Farmerama gemacht. Hier geht's schon los. Der Baumeister hier schon die ersten Lootkammern. Hier ganz hinten in der Ecke war ich gerade und da ist auf jeden Fall irgend gerade einer oder ich weiß nicht, ob es zwei sind, auf jeden Fall an der Butze am Bauen. Da wollen wir jetzt mal hin. Gucken, was da so abgeht. Eine Tür mit Kotlock haben wir schon, die andere muss der Shepard gleich mal das Schloss abnehmen. Zack. Und dann gehen wir den mal ein bisschen abchecken, bevor wir looten gehen. Vielleicht können wir ja was abgrasen. Schauen wir einfach mal. Ja, hier Farm. Ein bisschen könnten wir auf dem Rückweg, auf dem Hinweg macht es keinen Sinn. Das stimmt. Müssen ihm ja nicht noch irgendwas mitbringen. Hier los. Schweinefleisch und Stoffen. Okay. Von mir war das nicht. Also Augen auf beim Eierkauf. Stoff, ey, unten. Oder vorhin von dem Wolf, dass wir keinen Platz hatten. Kann auch sein. Stoffen! Hm. Das Schwein lief auch ein bisschen zu schnell. Da, mal gucken, ob der hier um den Berg ist. Okay, Schwein gegen Huhn. Okay, das soll uns egal sein. Da hatte ich hier gerade ein Kloppen gehört, aber so waren glaube ich nur deine Schritte. War oh, das schon auf Stein aufgewertet, die Drecksau. Was er für eine Tür hat, was für ein Schloss. Aber der ist doch bestimmt unterwegs. Scheiß Hühner. Mhm. Ich glaube, der ist drinne. Hast du Schritte gemacht? Mhm. Schade. Ich habe ja noch als Holztür nur, aber. So viel wie hier rumliegt, ist das auch ruckzuck. Stimmt. Was sind die scheiß Hühner, die die Geräusche machen? Ja, aber wäre natürlich ein super Raid-Ziel für uns. Von daher sollten wir den eigentlich auch erstmal leben lassen. Du gegessen? Ich hab Hanf. Zweimal Stoff habe ich. Aber nichts gegessen? Nein. Und dann ist er drin. Ich bin voll gerade wer gegessen. Ja, komm mal raus, mein Freund. Vielleicht wartet der gerade auf den Kotlock oder auf eine Blechtür. Das kann sein. Ja, warten wir mal kurz. Vielleicht geht die Tür gleich auf. Okay. Es scheint dazu kommen. Ist gerade gelaufen.
Ja, dann kommen wir jetzt zur Tür, dass wir gleichzeitig schießen können. Ich guck bloß mal da hinten. Ah, er hat uns gehört. Er hat noch einmal kurz aufgemacht. Draußen guckt. Ist noch einer, ist noch einer, ist noch einer. Pass auf, ist noch einer. Da, Teddy. Oh, das war knapp. Warum kriege ich sie eigentlich immer ab? Muss mich kurz heilen. Liegt. Nice. Da, ich krieg die Tür. Macht nichts. Er hat sich wieder gekippt. Bogen nehmen wir mit. Why you door camp man? Why you build on the arch on the world? You mean. You are so mean. Can we please be friends? Can we be friends? Why? I don't like to fight. This is evil. That's Rust. That's not SimCity. You're mean, dude. You're so mean. Ja, alles gut. Lass mal. Komm, wir hauen ab. Ist doch gut. Can you please stop? Die haben da noch nichts. Lass sie sich mal aufbauen. Hast du Bandage? Ja, ich heule schon. Alles gut. Wir wissen auf jeden Fall, dass sie nicht mehr hier easy peasy rumrennen können. Ja, wir hätten jetzt auch da nochmal outdoor campen können, aber das ist ja... Nicht unsere Spielart. Nee, außerdem müssen wir auch mal zusehen, dass wir irgendwie mal eine Werkbank und ein Scrap und so organisieren jetzt so langsam. Brauchst du eigentlich Rüstung? Ich habe hier noch eine Holzplatte und einen Kopf. Mhm. Ja, komm mal her. Warte. Nicht so viel Stuff auf dem Boden. Ja, ist immer in der Wüste. Ja. Problem ist Water. Water ist kein Problem, muss ein paar Kakteen schlagen. Finden wir jetzt. Wir müssen jetzt wie gesagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir. Ja, das war ein Zeug. Auf jeden Fall die Werkbank 1 mal hinkriegen. Weil da hätten wir die schon mit der EOK raiden können. Ja, aber die sind so schön am Arsch der Welt da, das ist schon gut. Das ist ein easy peasy Raid. Wenn wir irgendwann soweit sind. Oder sein sollten. Nice. Machen wir eben die Blechtür fertig. Haben wir zwei Blechtüren schon mal. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ach, du musst mal hier diese scheiß Dinger aufmachen hier. Kommen ja nichts dran hier. Wasser aufwerten. Aufmachen die Tür und den... Bauschrank. Jo. Ein bisschen Stoffen hier reinpacken. Genau, verbrenne noch den Arsch. So. Hier kommt wird fertig, meine Güte. Picke so können wir fertig. Hier lassen. Ja, wie gesagt, jetzt auf jeden Fall das Tweet.
Das haben wir irgendwie an irgendwas kommen hier. Startklar, oder? Achso, Codelog muss ich ja neu eingeben, gell? Ja. Mach das. Oh, ich hab viel zu viel Pfeile mit, ey, warte mal. Oder brauchst du welche? Ich hab 20. Brauchst du welche? Nee, ich hab 55. Ja, hätte ein paar gehabt, der Tennis. Wo ist der Ofen aus? Und wieder alles zu. Mehr muss nochmal reinkommen. So, mal Holz im Ofen. Der Ofen muss rennen. Immer und überall. So, ja. Mal gucken, was die Straße sagt, wa? Wahrscheinlich kein Gut da. Hm? Schon am Arsch der Welt die Nachbarn sind. Ja, 80 Leute aktuell. Nur mal so zur Info an die Zuschauer. Sind ja schon wieder da hinten rum, ey. Wie gesagt, wir müssen mal so ein bisschen zusammenbleiben, wo? Ja, alles klar. Ah, da hinten ist schon mal ein Schlafsack, der kommt schon mal weg. Kein Wunder, dass da immer alles weggefarmt wird. Oder ist das deiner, ne, oder? Kann ich dir nicht sagen. Ne, so offensichtlich mache ich nicht. Alte Kacksau, ey. Gut. So, mal gucken, was das Loot-Glück heute sagt. Die erste Kiste. Oh, die erste Kiste, ich wollte es gerade sagen. Bäm, jawohl. Zwei Verkehrsschilder. Ist nochmal ein LKW. Alter, tust du das fast nicht oder was ist los mit dir? Und Stoffen. Braucht der genau vor der Nase hier. Thank you.
immer den Stoff mitnehmen. Ja, ein Seil. Hier wäre auch eine gute Stelle gewesen. Mhm. Ich gehe mal darüber hier. Ist noch alles voll. Ich komme sofort. Die Fässer hier mit. Okay, hier war erst einer. Taucherausrüstung. Komm, ich muss den LKW mitnehmen, ja. Ja, ich komm schon zu dir. Ja, hab ich mir gedacht, dass hier eine Butze steht. Da hinten sind auch noch zwei Butzen. Eine, ne? Meinst du hier unten die? Pass auf, Crossbow hat auf dich geschossen. Oh. Ich weiß aber nicht von wo. Ich habe nur den Bolzen gehört. Okay. Ich schätze mal von 120 da oben. Eine Base bestimmt. Komm doch, du feige Sau. Sicherung, die nehmen wir nur mit. Okay. Mal gucken, ob die uns hinterherkommen. Oh, irgendwo ist ein Scientist. Ja. Hier ist der Eingang. Eingang zum Militärtunnel. Ah, vom Militär links. Ja, lass uns das doch mal safen. Also das wäre jetzt zu schade. Das wäre jetzt ja. Auf jeden Fall die Werkbank, ja. Die wir haben. Wir sind hier nämlich mitten am Militärtunnel. Da kommen mit sicher gleich hier irgendwelche bewaffneten Guys. Hm. Okay, da ist auf jeden Fall High Life. Butzentechnisch. Ja, lass uns erstmal safen gehen, bevor wir hier weitermachen. Sicher ist sicher. Mal 6 Seile, da können wir schon mal auf jeden Fall Holzhose machen. 230 Stoff. Hab ich. Ich hab 100. Ja, jetzt brauchen wir eh erstmal Kisten, wa? Kann ja am besten mal schon mal eine große machen, ne? Ja. Macht Sinn. So, das. Kann ja auch gleich zwei machen, komm. Kiste, was nehmen wir denn Schönes? Gut. Ich habe auch noch ein provisorisches Regal gefunden. Ja, werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, ne? Höchstwahrscheinlich nicht. Das ist ja besser mit diesen Böden-Dingern hier. Ja. Höchstens vielleicht hier später neben dem Bauschrank oder sowas. Ja, das stimmt, genau. Da kann man es auch reinsetzen. Hier, ich habe hier noch mal
Ein Bär, glaube ich. 100 Dingens. Kannst du ja mal einen Codelock am, was weiß ich, Bauschrank oder was? Ja. Das ist ein Wolf. Ein Wolf. So. So, könnten wir da eigentlich noch einen zweiten Ofen machen jetzt? Ja, klar, kannst du auch dritten, vierten, fünften machen. Gut, Leute, wir werden jetzt hier noch ein bisschen craften erstmal. Und dann gehe ich mal raus, gucken, was die Tiere da so sagen. Wir sind auf jeden Fall am Ende einer Folge. Wir danken uns fürs Zusehen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, alles andere in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.